So, da habe ich schon mal einen Clan gefunden. Dann gucken wir uns den Clan auch einfach mal an und mal sehen, ob wir heute mal den richtigen hier finden. Und damit herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten, AK, nicht Hacker oder so. Toto beim Clan. Ich bin im Clan kampfunfähig und will mir eigentlich nur einen anschauen. Ihr wisst genau, wen ich damit meine. Und er weiß es auch. Ich muss ihn jetzt nur wiederfinden. Wo bist du? Wo ist er? Es ist der. Ist der so weit unten? So weit unten war er. So weit unten war der doch eben nicht. Aber ihr seht es, ich bin an einem mobilen Gerät. Manchmal schliert das so ein ganz kleines Stück hinterher. Ich teste die ja immer mal ganz gerne. Und da ist er, da ist der Shadow. Und dann diesmal gucken wir rein. Also, das ist der Adam Clay, den ich immer versäumt habe zu besuchen. Heute Abend ist er nicht abgefarmt. Und ja, wir sehen hier eigentlich eine relativ, ich würde mal sagen, gerade so Rathaus 9 Base, wo noch einiges im Ausbau ist, beziehungsweise ganz frisch im Ausbau war. Ich habe das Dorf ja jetzt schon öfter gesehen. Also weiß ich so ein bisschen kenne ich diesen Account jetzt schon. Und das sieht aber eigentlich ganz gut aus. Jetzt muss ich mal schauen. Ja, er hat auch schon 10-mal entweder gedefft oder man hat bei ihm gedroppt. Das weiß man ja auch nie. Und dann schauen wir mal die Truppen an. Ja, da hat er sich auf jeden Fall schon alles rausgespielt. Das heißt also, Hexe und Lavahund sind ja dazugekommen im Rathaus 9 Bereich. Hat aus 8 hat er alles mitgebracht. Wunderbar gemacht hier. Ich glaube, es ist ein guter Account. Das wird auch si sicherlich ein guter Account. Aber lieber Adam, aka, wie heißt er hier? Shadow. Ich werde den Clan oder deinen Clan im Moment nicht besuchen. Ich bin ja jetzt mit allen Chars erstmal in den Clans verteilt. Und heute hat er so einer scherzhafterweise geschrieben: Ich bin Clan-Nomade. Ja, im Moment bin ich tatsächlich ein Clan-Nomade. Ich habe nur mit diesem Neuner hier, mit dem anderen RH-Neuner, der auch Max ist, Stammclans. Und die anderen sind halt Wandervögel. So ist das nun mal. Aber das sieht hier, ja, das sieht ganz gut aus und ich weiß, dass er noch reichlich zu tun hat. Wie sieht es mit dem Lager aus? Oh, das hat er schon, wunderbar. Und hat auch schon die Clanburg auf 30. Ja, dann kann's in jedem Fall losgehen, weil er hat auch coole Truppen hier mit dem Golem schon auf 2, die Hawks auf 4. Da geht in jedem Fall was. Jetzt bist du dabei gewesen. Und was noch dazu kommt, er bestimmt nämlich heute meine Truppen. Ich blende das kurz mal ein, also nicht Siri, nicht die anderen Vögel, alle die alle irgendwas sprechen können, wenn man mit seiner Wohnung spricht. Ihr wisst, welche ich meine, sondern er hat mir einfach mal in den Kommentar reingeschrieben. Ich blende das eben mal ein. Toto, kannst du mal Folgendes machen, die und die Truppen. Und dann sind das ganz schön viele. Ich habe auch davon jetzt mal schon mal die erste ausgebildet und auch die zweite in Ausbildung. Und wir gucken mal rein, was er geschrieben hat. Also 4 Heiler, 3 Päcker, 8 Babydrachen, 2 Minions und Magier Bogi, 4 Wut dazu, ein Gift und in der Clanburg Bola. Ich mache das heute mal auf dem Account von Alex. Die anderen hätten zwar nötiger, aber Alex kann einfach ein bisschen was rausschmeißen hier. Also mit dem Account hier ist mir hier alles egal. Ich habe genug Dunkles, ich kann alles ausgeben, mir können sie auch alles klauen. Ihr seht das, ich habe hier meine Base auch nett umgestellt hier. Holt euch das Zeug ab, falls ihr mal auf mich trefft. Okay, gehen wir mal rein ins Geschehen und mal sehen, ob wir hier schnell oder eher weniger schnellen Gegner finden. Das wissen wir ja auch nie. Ja, das, was ich natürlich nicht weiß, wie man mit dieser Armee eigentlich angreift. Setze ich jetzt die Drachen, setze ich die Päcker? Schwierig. Ist gar nicht mal so einfach, aber ich würde sagen, wir bewältigen diese Base hier. Ich muss mal eben gucken, wo die Queen rumeiert. Oh, der hat keine Queen. Okay. Also Adam, ich weiß nicht, wie du es dir vorstellst, aber ich würd jetzt so eine Base so machen, wie auch immer. Ich komme jetzt natürlich nicht in die Base rein. Da muss ich gleich mal gucken, was war oder wie wir das mit den Packers regeln. Ich denke mal, dass jetzt irgendwie hier eine. Warte mal, ich nehme mal einen Packer, dass es hier jetzt wenigstens schon mal in die Base reingeht. Nur mal gucken. Denn der kann jetzt nur im Moment nur gegen eine Mauer und dann wir helfen den beiden eben mal. Wir helfen den beiden eben mal. So, dann ist das da schon mal weg. Geht die Queen, oh, die Queen geht auch noch mal rein. Das ist natürlich super. Und der King ist jetzt auch schon mal Geschichte. Aber jetzt wird natürlich der Päcker von da geheilt. Dann nehmen wir mal die anderen von hier rein. So, und unterstützen hier jetzt schon mal mit Babydrachen. Die werden ja jetzt gleich da irgendwo reingehen, denke ich mal.
Und dann nehmen wir hier die Bola mal mit hinzu. Jetzt muss da natürlich, oh, jetzt muss natürlich hier gleich erstmal die Luftabwehr weg, denke ich mal. Sonst kann ich meine Babydrachen hier nicht spawnen. Also müssen da erstmal King und, oh, den muss ich schon zünden. Mist, wo ist denn eigentlich meine Queen? Oh, meine Queen hat es ja ganz verlassen hier. Okay, ich denke mal, ist bestimmt nicht so gewollt. Aber wir nehmen das mal so hin. Okay. Oh nein, der geht jetzt auf die Luftabwehr. Shit. Shit, shit, shit. Ich denke mal, so war der Angriff nicht geplant. Ich glaube, der Angriff war so nicht geplant. Oder so ähnlich. Zumindest. Mal gucken. Ich bin gerade total leise geworden. Weil ich kenne diese Strategie jetzt auch nicht. Die war jetzt sicherlich Mist hier. Müssen wir mal gucken. Da sind noch zwei Babydrachen in der Mitte. Okay. Da ist einer. Der Päcker. Oh. Okay. Okay, haben wir doch geschafft. War ein bisschen Chaos, aber ihr seht es, mit so einer Armee geht's. Nicht schlecht, okay. Kann man mal machen. Der war jetzt bestimmt Murks. Das hat er sich bestimmt anders vorgestellt. Aber wir bauen jetzt mal eben die dritte Truppe schon mal nach. Das mache ich beim Schub. Okay, dann nehme ich erstmal so einen komischen Schubtrank hier. Einmal, da ist er. Und dann bauen wir mal eben die dritte Truppe nach. Ich muss mal eben gucken. Alter, habe ich wieder ein kleines Bild gemacht. So, die zweite Truppe, die seht ihr jetzt schon auf dem Spielfeld hier. Allerdings fehlt mir hier jetzt ein Lava-Hund. So, mir fehlt hier ein Lava-Hund. Mein Gift habe ich nicht verbraucht. Ein Heil, ein Speed. Oh, da muss ich das anders. Da muss ich das eben einmal anders bauen. Ach so, ich habe mein Gift ja nicht verbraucht. Dann nehmen wir mal den Gift hier raus. Dann habe ich den Speed dort und die nächste Truppe, die er mir hier vorschlägt, ist ein Golem. Clanburg Golem, okay. Ein Golem, Clanburg Golem, ja, muss ich mir merken. 3 PK, 1, 2, 3. Dann haben wir 14 Hocks, 1, 2, 3, 14. 1, 2, 3, 14. Und 4 Mauerbrecher, 1, 2, 3, 4. Dann haben wir ein Bogi, jawohl. Wir haben 2 Heilzauber, oh, okay. Ein Wutzauber für Erdbeben, oh. Da habe ich doch was vergessen. Da habe ich doch was vergessen. Ach, 9 Magier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Dann 2 Heilzauber. Ein Wutzauber. Und Adam, das kannst du eigentlich nicht von mir verlangen. 4 Erdbeben. Okay. Das heißt also, der eine Erdbeben kommt dann später in die Burg rein. Super. Jo, ich habe schon mal ein bisschen vorgegriffen. Und mit der Armee hier, ja, auch einen Gegner gefunden. Ich weiß zwar noch nicht genau, was ich mit der Armee machen soll. Aber irgendwas soll es wohl werden. Und ich würde auch hier sagen, auch hier weiß ich nicht, wie der Adam sich das vorstellt. Ob man erst die Loons setzt, den Lava-Hund. Oder habe ich da überhaupt einen Lava-Hund? Ah ja, ich habe einen Lava-Hund. Aber ich würde sagen, die Base eignet sich hervorragend dafür, 2 Luftabwehren rauszunehmen. Ich muss nur hinkommen. Ich muss nur hinkommen. Dann wir fangen hier mal mit so einem Bogi an. Entschuldigt bitte. Und dann ziehen wir hier genau unsere Queen rein. Gar nicht mal schlecht, ich mache ja eher selten oder ja, jetzt schon wieder ein bisschen öfter ein Queen Walk mit der Queen, also mit der 30er Queen zumindest. So, jetzt müssen die da gleich nur reingehen. Ich glaube, die schicke ich da mal in Wut durch. Pass auf. So, dann nehmen wir die jetzt da mal in Wut rein. Alle. Zack. Jetzt muss die Queen nur reingehen, das macht sie auch, super. Oh, die gehen sogar richtig gut durch meine Mauerbrecher, wie immer. Toto kann Mauerbrecher. Immer noch. Und ja, die Frage ist jetzt, die zweite Luftabwehr muss ja weg und die Queen müsste natürlich jetzt sterben da. Allerdings komme ich an die ja, an die komme ich natürlich echt beschissen jetzt dran. Und okay, dann nehmen wir uns einfach mal die andere Seite erstmal, würde ich mal so sagen. Dann nehmen wir uns mal einfach jetzt mal die andere Seite schon mal und die Queen wird sicherlich sich irgendwann mal um etwas kümmern. Und ich muss die jetzt aber kurz mal in Wut bringen. So, einmal in Wut gebracht, die gute Tochter hier. Und dann geht das da ganz schlank weiter auf der Seite. Okay, auf dieser Seite kann ich ja auch schon mit Drachen anfangen. Ich weiß immer noch nicht, ob das so gewollt ist vom Adam. Aber jetzt kann ich natürlich ganz, ganz schlecht meinen Lava-Hund hier so ganz rüber schicken. Da könnte ich schon. Könnte ich schon machen. Die Queen muss jetzt nur weg. Die Queen muss weg und oh, der doofe Feger da, okay. Der Feger stört mich da so ein bisschen, deswegen nehmen wir hier jetzt schon mal, wir nehmen jetzt mal die Loons rein hier. Ich nehme hier mal den King hin und setze hier jetzt alles mal in Eil. Okay,
Das sieht ganz gut aus. Ich heile hier mal durch. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, da so ein bisschen durchzuheilen. Ich nehme mal an, der Rest soll hier so ein bisschen als Clean-up dienen. Und dann sieht das entspannt aus, oder? Es sieht entspannt aus. Einmal den Wut hier auf die Ballons und dann war es das mit der Base, denke ich mal. Da hinten ist noch eine Luftabwehr. Die stört mich nicht und die Kanone stört mich auch nicht. Dann kann ich jetzt auch meine Helden hier zünden. Wunderbar. Ja, so kann man es machen. Vielen Dank, Adam. Schöne Farmarmee hier zumindest in dem Bereich. Und ja, ich denke, die waren jetzt nicht maxed out, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht das Ding, dass ich mir jetzt unbedingt maxed out 9er suche, bis ich irgendwann mal einen gefunden habe, sondern es geht ja letztendlich um die Taktik hier. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Also durchaus auch sicherlich für einen CK verwendbar. Denn das, was ich jetzt immer noch über habe, ist immer noch der Gift. Den muss ich allerdings jetzt wegschmeißen, weil ich gleich nur Erdbeben habe. Da bin ich immer, auf die nächste Truppe bin ich mal richtig gespannt. Ja, super Sache. Vielen lieben Dank. So, während ich jetzt auf meinen Golem warte für meine Clanburg, habe ich gedacht, gucke ich mir mal wieder jemanden an. Es ist der, ich hoffe, es ist der richtige Fabian Busch. Hey, ich dachte, ich lasse mich auch mal wieder auf deine Kontrolle zu setzen, Toto. Das ist aber schon 2 Monate her. Also, so lange steht der Eintrag hier schon und sieht aber gut aus. Ich kenne den Maxim FSB noch aus alten True Warriors Zeiten. Er ist im Clan The Warriors, also irgendwie kann er sich von diesem Clan Namen Warriors nicht trennen, also ein echter Krieger. Und mit 10er Queen, 9er Queen, 10er König und ja, die Truppen sehen ganz gut aus, ist aber noch weitgehend R8. Ich sehe noch keine großartige Truppe, die er jetzt auf Rathaus 9 hat, oder er ist es noch nicht so super lange. Aber die Base ist schon viel zu stark, finde ich. Gerade die Dinger hier, die beiden, die bringen einen richtig hoch ins Ranking. Besser wäre, kann ich euch vielleicht nur den Tipp geben. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Ihr kennt ja meinen Chef-Schief-Account. Der ist ja fast so ähnlich. Er hat jetzt eine 10er Queen mittlerweile. Aber ich habe die X-Bögen immer noch auf 1. Und die werden auch so lange auf 1 bleiben, bis ich dann die Helden vielleicht so Richtung 15, 17 habe, so circa. Dann gehe ich auch mit den X-Bogen hoch. Ich glaube, dann passt das auch. Und der Rest kann hier natürlich auch hochgehen. Also meine Base ist schon ein kleines bisschen stärker mit dem Schief. Aber auch das sieht ganz gut aus. Ja, gehen alle Luftabwehren hoch. Nee, ach, glücklicherweise nicht alle. Aber sie werden hier schön unterstützt von den, ich sage das immer wieder, weil man gerade im Rathaus 9 Bereich immer gerne mit Luft angegriffen wird. Also egal, ob das ein Lavaloon ist oder ein Golaloon oder ein Golun. Nee, Lalun, so heißt es. Und deswegen reite ich hier immer so gerne drauf rum, dass zumindest die immer gut geschützt sind hier. Noch zusätzlich mit Bogenschützentürmen und mit Magiertürmen im R9-Bereich gelingt einem das da sicherlich ganz gut. So also ein bisschen, irgendwie kenne ich diese Base, oder? Ich muss gerade mal überlegen, kenne ich diese Base? Ja, klar kenne ich diese Base. Das ist ja meine Base. Okay, hat sie also immer noch. Auch nicht schlecht. Mal gucken, wie weit sie ihn schon getrieben hat. Noch nicht sehr weit. Also die Base hier hält auf jeden Fall irgendwie bis Champion. Man verliert natürlich da oben dann immer so ein bisschen was, aber ist alles nicht so tragisch. Sieht aber, glaube ich, ganz gut aus und ich könnte beim Alex allerdings die Base hier mal umstellen, denn dadurch, dass ich jetzt nichts mehr brauche, oder hat es gerade ein bisschen durchgeleckt hier, vielen Dank Sascha, dadurch, dass ich jetzt nichts mehr brauche, könnte ich natürlich das Rathaus mal hier hinwandern lassen, wo der schwarze Topf ist, denn der wird ja jetzt immer nur voller und wird nichts mehr abgebaut und könnte einfach meine Trophäen so ein bisschen halten. Aber ihr habt es gerade gesehen, ich habe, den Golem habe ich noch nicht, aber ich habe schon mal den Earthquake, okay. Und meine CK-Truppe wird auch schon fertig. Das wird ein lupenreiner Gohok diesmal werden. Aber ich denke, wir warten gerade noch auf den Gegner. Okay, mal sehen, was mich da erwartet. Ich habe natürlich auch wieder den Gegner gesucht. Es gibt, ich habe das schon mal gesagt, nichts Schlimmeres als einen nach Gegner suchenden YouTuber. Und ich habe natürlich eben keinen Gegner gesucht, sondern ich habe noch auf meinen Golem gewartet. Jetzt bin ich ja mal wirklich gespannt. Ist ein aktiver Account. Und wenn ich jetzt meinen Golem hier raushaue und da kommt sofort Clanburg raus, habe ich ein großes Problem. Ich würde sagen, wir nehmen den kleinen Golem da und den großen Golem nehmen wir da. Seht ihr? Ich hab's geahnt. Aber das ist natürlich nur so ein komischer Vogel. Okay. Das ist nur so ein komischer Vogel, der sich auch gerne mal Lava-Hund nennt. Und da soll's reingehen. Und ich denke mal, wir machen hier mal auf. So. Mal schauen. Einmal da aufmachen und gehen hier mit den Packys rein.
Ja, jetzt habe ich natürlich kein Gift, das ist das Doofe. Aber ich habe reichlich Magier und ich hoffe mal, dass wir trotzdem jetzt hier noch gut in die Base reinkommen. Mal sehen, ich lasse den Dicken nicht ganz sterben. Queen muss jetzt erstmal ein bisschen was machen, die Queen. Und ja, das sieht noch ganz gut aus. Jetzt, ich komme mal von hier mit meinen Hawks rein. Ich komme mal von hier mit meinen Hawks rein und gehe mal hier so ein bisschen rein. Mal sehen, ob die nicht hier zusammenreiten. Und dann heile ich die hier mal durch. Ah, hier in der Mitte ist aber noch reichlich da. King ist auf jeden Fall noch am Leben. Und ich würde sagen, wir heilen hier nochmal durch. Da machen wir nochmal ein Heil hin. Oh, ich habe ja ganz wenig Cleanup mit. So gut wie gar nichts. Okay, ah, sieht aber ganz gut aus. Pekka ist noch am Leben. Golem tankt hier jetzt hoffentlich. Ja, ich gehe mal ein bisschen näher rein für euch. Das verschliert dann immer so ein bisschen, wenn ich ein bisschen näher reingehe. Ah, sag aber, Alter, die beiden Bomben, die taten jetzt natürlich weh. Aber trotzdem, der Golem tankt jetzt hier für mich und dann war es das hier. Ja, auch eine schöne Kombi, gar keine Frage. Und mache ich ja auch ganz gerne. Also Pekka auf 4 und dann die Hox dazu. Also ist auch schon nice. Es war jetzt eigentlich so ein bisschen so ein Go-Vibe, hätte ich fast gesagt. Nicht ganz ein Go-Vibe, sondern so ein bisschen modifiziert mit den Packies. Und aber ist natürlich eine coole. Ist eine. Okay, ich habe Erdbeben benutzt. Ich will nicht sagen, ist der coole Zauber, aber ihr habt das gesehen, mit dem Lavahund ist das jetzt kein Ding mit einer 30er Queen. Eine 10er Queen oder eine 5er Queen, ah, hätte da schon vielleicht ein bisschen mehr Schwierigkeiten. Macht auch nicht so viel DPS, aber das sieht jetzt ganz gut aus. Oh, jetzt habe ich das mal gerade in der Aufnahme gesehen, dass das ein bisschen verschliert, aber ich habe diese drei Armeen jetzt mal gebaut. Ihr braucht mir das jetzt bitte, bitte, bitte nicht ständig schicken. Toto greift mal mit 1000 Heilern an und irgendeinen anderen. Gedöns, ich mache das einmal so. Wartet mal eben, ich nehme immer so 1, 2, 3, 4 und habe schon mal CK-Truppen gebaut. Also, das müsst ihr jetzt nicht machen. Das war von mir mal eine einmalige Sache. Ich fand es aber ganz gut, wollte das umsetzen, weil ich natürlich auch den Shadow, also den Adam hier die ganze Zeit nicht zeigen konnte. Aber wir haben heute sein Dorf gesehen, wir haben andere Dörfer gesehen, wir haben drei coole Taktiken gesehen. Die könnt ihr euch einfach mal wegpinnen, so als Taktikfolge. Ist ja bei mir auch eher selten, aber hat mir super viel Spaß gemacht. Habt ihr, glaube ich, auch gemerkt, RH9. Ist immer noch mein Ding. Ich sage bis dahin, euer Toto. Clasht.